herzlich willkommen bei School Talks. Schön, dass du da bist. Sehr Stell dich doch mal vor und verrate uns, was du tust. Also mein Name ist Christian Eggert, ich bin 37 Jahre alt und bin Sport- und Erdkundelehrer an einem Gymnasium in Berlin. Okay. Und das mache ich jetzt seit 4-5 Jahren. Mhm. Und mache das auch sehr gerne. Und erzähl uns doch mal, dein täglicher Arbeitsalltag, wie sieht denn der aus? Ja, der sieht im Prinzip so aus, dass man in die Schule kommt, wann auch immer das ist, das mal um 8, mal aber auch später. Ich als Sportlehrer bin relativ weit hinten in den Stunden immer vertreten. Ein Problem, was ich zum Beispiel als Schüler nie gemerkt habe und auch als dann Studierender später nicht gesehen habe, ist, dass man im Prinzip zwischendurch keine Pausen hat. Also wenn ich einen 7-Stunden Schultag habe, dann gehe ich in die Klasse, unterrichte und schaffe es dann in diesen kleinen Pausen, in denen die Schüler sich vielleicht noch ein Brot vielleicht reinstecken oder an der Cola nippen, hetze ich zur nächsten Klasse. Ja, und dann gehst du, hast du Schulschluss irgendwann. Das ist bei mir spätestens 17 Uhr. Dann fahre ich nach Hause, bin ich um 6 zu Hause. Also in der Regel ist es so, bis 20 Uhr sitzt man an entweder Korrekturen, wobei das bei mir ja sehr wenig ist. Also wenn man zum Beispiel Deutsch und Englisch als Lehrer hat, dann hast du ja dauernd Diktate und Klassenarbeiten, das habe ich ja gar nicht. Und versuchst dir Gedanken zu machen, wie mache ich es jetzt spannend, dass ich den Schülern erzähle, wie, weiß ich nicht, das Gradnetz der Erde funktioniert. Ein absolut fantastisches Thema, interessiert keinen Menschen, aber ich muss es ja beibringen. Und jetzt gehen wir mal zurück. Wo bist du geboren? In Berlin. Und auch hier groß, richtiger Berliner. Ur-Berliner, also. Klar. Du bist auch hier zur Schule gegangen? Ja, in Neukölln. Ich war nicht so gut, aber das deutsche Bildungssystem lässt ja jedem die Chance, immer mal wieder irgendwo einzusteigen. Das zeigt ja einmal mehr, dass nicht immer alle Karrieren geradlinig verlaufen, sondern irgendwie über Umwege. Ich wollte zum Beispiel nie studieren. Ich habe nach der Schule gesagt, um Gottes Willen, lass mich mit diesem Unterricht jetzt in Ruhe. Ich will jetzt hier raus, will jetzt Kohle verdienen und jetzt mal ein bisschen so Auto kaufen und dann soll es losgehen. Und letztendlich habe ich 10 Jahre studiert, also weil es so geil war. Also bei euch war es zumindest geil. Sportstudieren hat Spaß gemacht und es war wirklich nett, aber das wollte ich vorher nie. Und das weiß man, glaube ich, auch in jungen Jahren weiß man, glaube ich, noch nicht immer, wo man hin will. Darum ist es eben dann, Stichwort Spaß, so wichtig, das zu machen, was man irgendwie fühlt, wo man Bock drauf hat. Ich hatte Bock auf Sport und Erdkunde war auch ganz okay. Gibt es irgendwie einen Tipp, den du mit an die Hand geben kannst? Also gerade vor Schülern der 9. Klasse vermutlich war das, oder 10., 8., ist ja der uncoolste Job der Welt, ist ja Lehrer, weil die gehen ihnen ja täglich auf den Keks. Ja. Nein, also ich glaube, man muss einfach muss Freude daran haben, jungen Menschen was beizubringen und auch auf junge Menschen zuzugehen, dass man sich, also ich mich ja, je älter ich werde, auch andere Dinge in meinem Leben wichtig finde, als das junge Menschen tun, das ist ganz normal. Aber man muss einfach zuhören können, glaube ich. Viele Probleme, die man in Klassen oder zwischen Schülern und Lehrern hat, sind darauf basiert, dass man sich nicht ernst genommen fühlt. Okay. Als Schüler. Und ich hatte das Glück, mein Vorbildlehrer war auch Sporterkundelehrer. Und zu dem konnte man immer gehen, da konnte man, egal was, konnte man dem erzählen. Der hat immer ein Ohr gehabt, hat immer auch Tipps gegeben und so. Und das versuche ich eigentlich auch zu sein. Christian, vielen Dank, dass du da warst. Sehr gern. Ihr guckt weiter unsere netten Videos auf schooltalks.de von vielen spannenden Persönlichkeiten und Berufungen. Teilt es, kommentiert es und sagt es euren Freunden. Vielen Dank, der Applaus gehört dir, Christian.